Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German Intermediate. In the previous lesson, you learned what is brauchen plus zu and how to use it. In Lektion 9 haben wir die Genitivpräpositionen während, wegen und trotz gelernt. In dieser Lektion lernen wir weitere Genitivpräpositionen: aufgrund, statt oder anstatt und anstelle. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, transcripts, early access to our videos and more. So fangen wir an, Lektion 18. Genitivpräpositionen, Teil 2. Aufgrund, statt oder anstatt und anstelle. Aber erstmal ein paar Beispiele. Ich kaufte ein Buch anstelle einer Zeitschrift. Aufgrund von Bauarbeiten ist dieser Durchgang gesperrt. Und das dritte Beispiel? Anstatt eines Gesprächs machte er lieber eine Wanderung. Die erste Präposition ist Aufgrund. Aufgrund war ursprünglich eine Wortgruppe, die aus einer Präposition auf und einem Substantiv Grund besteht. Heute benutzt man nur Aufgrund als Präposition. Es ist aber sowohl die getrennt als auch die Zusammenschreibung korrekt. Und hier ist das erste Beispiel. Die Party wurde aufgrund des Regens abgesagt. Dieser Satz hat nur ein Subjekt, die Party. Dieses Subjekt steht im Nominativ. Aufgrund des Regens ist ein präpositionales Objekt. Warum steht das im Genitiv? Weil aufgrund eine Genitivpräposition ist. Hier sind noch ein paar Beispiele. Aufgrund ihrer Magenprobleme isst sie jetzt weniger. Genauso wie die Präposition wegen zeigt aufgrund einen Grund. Warum isst sie jetzt weniger? Aufgrund ihrer Magenprobleme. Hier ist noch ein Beispiel. Aufgrund des Schnees fing die Schule verspätet an. Just like the preposition wegen, which we learned in Lesson 9, aufgrund shows the reason why something is happening. In this case, the school starts late because it snowed. Aufgrund is a genitive preposition. That's why the noun following it will take the genitive article and the genitive ending. Manchmal benutzt man aufgrund mit der Dativpräposition von zusammen. Er hat Gesundheitsprobleme aufgrund von Übergewicht. In diesem Fall hat der Nomen Übergewicht keinen Artikel. Deshalb benutzt man hier aufgrund zusammen mit der Präposition von. Hier ist noch ein Beispiel. Er ist aufgrund von Problemen sehr gestresst. Hier steht aufgrund auch mit der Präposition von. In diesem Fall ist aber der Nomen nach der Präposition in Plural. Diese Pluralform nimmt hier die Dativ-Pluralendung. Deshalb hat die Pluralform Probleme eine Endung von N, das heißt Problemen. Die nächste Präposition ist anstelle. Und das erste Beispiel ist: Er kam anstelle seines Vaters zum Fest. In diesem Satz ist auch ein Subjekt zu sehen. Er. Anstelle ist eine Genitivpräposition. Und anstelle seines Vaters ist ein präpositionales Objekt. Sein Vater im Genitiv ist seines Vaters. Anstelle bedeutet instead of or in place of. Hier sind noch ein paar Beispiele. Anstelle des Chefarztes kam der Assistenzarzt zur Untersuchung. Anstelle des Meisters führt der Lehrling die Reparatur aus.
As you can see from these examples, one person appears in place of the other one. Anstelle is also a genitive preposition. Hence, the noun in the article following it will be in genitive. Genauso wie die Präposition aufgrund benutzt man auch mit der Präposition anstelle von. Zum Beispiel, ich esse oft Käse anstelle von Fleisch. Auch in diesem Fall wird kein Artikel benutzt, aber im Plural nimmt der Nomen die Dativendung. Hier ist das Beispiel. Ich bestelle 50 anstelle von 5 Büchern. Die Pluralform Bücher bekommt die Endung N. Das ist eine Dativendung. Some genitive prepositions like aufgrund and anstelle can also be combined with the dative preposition von. In this case, the singular noun is without an article and the plural noun will take the dative ending. Die dritte Präposition ist ein Synonym von anstelle. Statt oder anstatt. Beide haben hier die gleiche Bedeutung. Man kann statt benutzen oder anstatt. Hier ist das erste Beispiel. Anstatt eines Helms trug er nur eine Mütze. Hier er ist das Nominativsubjekt und anstatt eines Helms ist das präpositionale Objekt mit der Genitivpräposition anstatt. Hier sind noch ein paar Beispiele. Statt eines Fernsehapparats kauften sie eine Stereoanlage. Hier könnte man auch die Präposition anstelle benutzen. Aber anstelle benutzt man meistens, wenn man von Personen spricht. Hier ist noch ein Beispiel mit statt. Nimm doch einen Löffel statt der Gabel. Anstatt steht nicht in der Kombination mit von. Wenn anstatt mit einem Nomen in Plural steht, hat man keinen Artikel. Zum Beispiel, anstatt Blumen habe ich ihr ein Buch mitgebracht. Hier ist anstatt als Dativpräposition benutzt. Deshalb nehmen die Nomen im Plural die Dativpluralendung. Hier ist ein anderes Beispiel. Wir treffen uns nächste Woche am Mittwoch statt am Donnerstag. Alle diese Präpositionen kann man auch, meistens in der gesprochenen Sprache, als Dativpräpositionen benutzen. Und jetzt machen wir eine Übung. Ergänze bitte die richtige Präposition. Aufgrund, anstatt oder statt, oder anstelle. Und hier ist der erste Satz. Und die Antwort ist, aufgrund eines Missverständnisses hat sie den Flug verpasst. Der nächste Satz ist, und die Antwort ist, statt eines Löffels isst er mit einer Gabel. Man könnte auch anstelle benutzen, aber Löffel und Gabel sind keine Personen, also besser ist statt oder anstatt. Wir machen jetzt den nächsten Satz. Und die richtige Antwort ist, anstelle der Mutter hat ihre Tochter das Essen vorbereitet. Hier kann man auch statt oder anstatt nicht benutzen, da es hier um Personen geht. To practice some more, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also become a $1 patron to get access to transcripts. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comments section below.
Tschüss, auf Wiedersehen.